Aufgabe B 2.3. An den Punkten B und C wird der Sonnenfächer an einer Mauer fest verankert. Zeigen Sie der Rechnung, dass für den Abstand D des Punktes A zu dieser Mauer gilt, D ist gleich 106,3 cm. Das Wichtigste an dieser Aufgabe ist zu wissen, was heißt eigentlich Abstand. Das ist die kürzeste Entfernung zwischen zwei Dingen, also zum Beispiel jetzt vom Punkt A zu der Mauer. Und was man auch wissen muss, der Abstand wird natürlich immer senkrecht zu der jeweiligen Strecke bzw. hier der Mauer gemessen. Und wenn ich das mal einzeichne, dann weiß ich, hier muss ein rechter Winkel liegen. Wenn ich jetzt hier diesen Schnittpunkt noch benenne, nenne ich mal H, dann muss ich jetzt diese Strecke AH berechnen und herausfinden, dass die 106,3 cm lang ist. Wir gehen wieder wie üblich vor. Wir suchen uns ein Dreieck, wo diese Strecke AH drin liegt und von dem wir möglichst viel kennen. Da bietet sich zum Beispiel AHB an. Von diesem Dreieck kennen wir AB und den rechten Winkel und momentan noch nicht mehr. Schauen wir mal, ob es ein anderes Dreieck gibt, zum Beispiel AHC. Da kennen wir die Seite AC, aber weder diesen Winkel noch diesen Winkel noch dieses Teilstück hier. Heißt auch nicht mehr. Das bedeutet, wir müssen noch irgendwie durch Rechnung eine zusätzliche Größe finden. Gehen wir zurück in das Dreieck AHB. Wie gesagt, wir kennen ja die Seite AB. Zusätzlich ist uns dieser Winkel hier bekannt. Das war der Winkel Beta mit 105 Grad. Der liegt zwar nicht in diesem Dreieck AHB, allerdings, wenn wir diesen Winkel kennen, dann können wir diesen Winkel hier sehr leicht ausrechnen. Nämlich, das ist der Nebenwinkel zu Beta und damit lässt sich der berechnen durch, wenn ich den mal Beta 1, durch 180 Grad, also das komplette hier, minus den Winkel Beta. Schreibe ich es jetzt mal allgemein, minus Beta, also 180 Grad minus die 105 Grad und das sind dann 75 Grad. So, schaue ich jetzt nochmal nach. Ich kenne in diesem Dreieck den rechten Winkel, ich kenne den Beta 1 mit 75 Grad und ich kenne die Strecke AB mit 110 Grad und damit kann ich eine meiner Winkelfunktionen im rechtwinkligen Dreieck ansetzen. Also den Sinus, Cosinus oder Tangens. Müssen wir noch herausfinden, welche dieser Winkelfunktionen wir brauchen. Die finden wir in der Formelsammlung auf Seite 39. Und wenn das unser gegebene Winkel ist, dann suchen wir die Gegenkathete. Sie liegt dem Winkel gegenüber. Und gegenüber dem rechten Winkel liegt immer die Hypotenuse. Und die ist bekannt. Und dann schauen wir in der Formelsammlung nach, welche Winkelfunktion arbeitet mit Gegenkathete und Hypotenuse. Und dafür bleibt nur der Sinus übrig. Das heißt, Sinus Alpha ist gleich Länge der Gegenkathete durch Länge der Hypotenuse. Und das müssen wir in unserem Fall jetzt eben für diese Strecke noch einsetzen. Also Sinus von dem entsprechenden Winkel, also Beta 1, ist gleich die Länge der Gegenkathete. Das ist unsere unbekannte, in dem Fall AH, geteilt durch die Länge der Hypotenuse und das ist die Seite AB. So, setzen wir einmal ein. Dann folgt Sinus von 75 Grad, ist gleich die Länge der Strecke AH, geteilt durch die Länge der Strecke AB und es waren 110,0 cm. So, das lässt sich jetzt zum Beispiel über den Solver des Taschenrechners lösen oder wir gehen über die Umformung. Daraus folgt dann, die Länge der Strecke AH ist gleich die 110,0 cm mal Sinus von 75 Grad und es gibt dann einen ungefähren Wert von 106,3 cm. Und wir schauen nach.
Aha, das ist genau der Wert, der gesucht war. Und damit sind wir fertig.